Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Tag im Weingut Lindenhof in Osterfingen, Kanton Schaffhausen. Wie so ein von mir habe ich einen ganz speziellen Gast. Wie eigentlich jedes Mal. Aber diesmal haben sie zusammen 6 Beine. Wollen wir doch mal schauen, wer das ist. Darf ich vorstellen, der Rolf Pichler. Herzlich willkommen mit dem Aris. Beim Aris müssen wir vielleicht etwas sagen, er ist ein bisschen nervös. Hä? Ja, ja, aber das beruhigt sich wieder. Komm, wir stoßen mal an, Rolf. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, einen guten. Wunderbar. Guten Wein. Ja, Rolf, wir haben jetzt so ein Prachtsexemplar hier vor uns. Es ist ja nicht ein reiner Husky, hast du mir gesagt. Erzähl mal, was ist der Aris für einen? Nein, das ist ein Alaska Husky. Der hat jetzt 50% Malamut drin und 50% Husky drin. Sein Halbbruder, der hat 60-70% Husky drin und der Rest ist Malamut. Okay. Und wenn er einen Wagen zieht, dann zieht er einem einfach so, oder auch mit der Leine, zieht er einem einfach so 3 Meter. 3 Meter, bis du stehen bleibst, oder? Also wenn er einen begrüßt, dann kann er schon recht ziehen und tun. Dann merkt man, was für eine geballte Kraft hinter dem Hund ist. Wo der normale Husky, der ist eigentlich eher auf Geschnelligkeit. Aha, das ist der Unterschied. Er macht es mit der Kraft und die anderen machen es mit der Geschwindigkeit. Okay. Also beim Rennenfahren, da muss ich nicht einspannen. Da bin ich immer der Letzte. Immer der Letzte? Immer der Letzte, oder? Weil er nicht schnell ist, oder? Nein, weil er einfach. Er kann nicht schnell durch sein Gewicht. Er hat ca. 35 Kilo. Oder? Mhm. Und ein normaler Husky, der hat. Ein Männchen hat 25 Kilo. Und das Weibchen hat von 16 drauf bis 20 Kilo. Und danach tut er natürlich die auch hindern. Oder? Also, ja. Aber. Ich fahre ja keine Rennen mehr mit denen. Okay. Also ich habe ja natürlich eben mit denen. Du hast ja nicht nur den Aris, du hast ja noch 2, 3 mehr. Wie viele sind es momentan gerade? Also im Momentan sind es 19 plus der Frau ihre Beagle. Okay. Also 19 und ein Beagle. Ja. Wie kommt man zu so etwas? Wie ist das entstanden, dass du auf einmal so viel Huskies hast? Also ich bin mit 26 bin ich in Norwegen oben gsi, hab dort oben gearbeitet. Und danach hat mein Chef hat dort eine ganze Form von 50 Stück und das hat mich interessiert und ich habe gefunden, oh ja, das wär's mal. Und er sagt, da hast du ein paar, schau, ich zeig das mal, nachher musst du selber weitermachen. Und dann habe ich da angefangen, habe zugeschaut, wie er eingespannt hat. Und danach hat er gesagt, nach einer Zeit hat er gesagt, das ist gut, jetzt kannst du selber mal. Und dann bin ich, wenn ich Freiheit hatte, bin ich dann einfach mit ihnen gefahren. Okay, also da hast du quasi dein eigenes Gespann zum Ausprobieren gegeben. Am Schluss waren es 14. Gut, das kannst du dort oben eher wieder da unten. Ja, ja. Also ich fahre auch mit, ich spanne auch alle ein. Ja. Aber da muss immer jemand dabei sein, damit mir irgendwann etwas passieren würde, dass man nicht Also es sind ja schon keine Schosshündchen, die man zuhause haben sollte, oder? Nein, also wir haben jetzt die Jüngste, die ist drin, aber die ist nur drin, weil der Beagle nicht allein ist. Okay. Aber zurzeit ist sie mühsam, sie macht alles kaputt, sie verreist alles, auch die Zeitung kannst du nicht rumliegen lassen. Oder dann schlägt sie es raus und dann musst du es draußen im Garten suchen. Also super. Also
Das heisst, von diesen 19 sind 18, hast du, die sind ja auch in diesem Haus. Also ich habe dort einfach die Gruppen, eine Zweiergruppe, das sind die Leithunde. Ja. Dann habe ich eine Vierergruppe, die fährt die Tochter rum. Und die Sechsergruppe, wo er dabei ist. Und dann noch eine Dreiergruppe. Und dann noch die zwei neuen, das ist auch eine Zweiergruppe. Okay. Und die ist in separaten Zwinger? Die müssen separat in den Zwinger. Weil sie ist ein bisschen zicke. Hat jeder Hund seinen Charakter? Ja. Und ich sage, mit der Zeit lässt man es dann um einen neutralen Ort zusammen, schaut es an. Und dann nachher tut man Dings. Dann sollen sie sich selber entscheiden, ob sie zusammenpassen. Ja. Ich habe es bei ihm auch so gemacht. Ich habe ihn auf der Wiese rausgelassen. Und dann haben wir die einzelnen von diesen Gruppen einen nach dem anderen rausgelassen. Ja. Und dann sind sie miteinander in den Zwinger rein und sind hier eigentlich drin. Okay. Wenn das klappt, dann ist es gut. Klar gibt es ab und zu Kifflereien, aber... Ja, das gibt es bei den besten Familien, oder? Ja, auch bei den anderen gibt es immer wieder, aber es ist nicht so. Ist er dann jetzt eher ein Leithund, also eher so ein der Chef im Zwinger? Nein, oder? Er ist von dieser Gruppe ist er der Jüngste. Ah, okay. Und der Zieber, so der, ja, also der Jüngste ist 3-jährig jetzt. Ja. Und jetzt kommt er in die Dinge, in die Phasen rein, ich wollte eine Stufe, eine Hierarchie höher, ja. Aber dann hat es noch ein paar andere, die etwas dagegen haben. Ja, und hauptsächlich die anderen zwei Männchen, aber das geht gut. Eben, ab und zu gibt es halt wieder Kifflöten. Mit dem muss man leben, wenn man so viele Hunde hat. Ja, damit leben ist aber ein gutes Stichwort. Was hat also deine Frau dazu gemeint? Meine Frau hat eigentlich mich so kennengelernt. Ah, okay. Und dann nachher ich war ja 10 Jahre zu Winterthur, Zwölflingen. Und dann nachher bin ich 2 Jahre ins Emmental und dann wieder zurück. Und sie immer mit den Hunden? Immer mit den Hunden. Ja. Und dann habe ich sie dann irgendwann mal gefragt, ob sie mir heiraten will. Sie hat ja auch gesagt. Heute würde sie das wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Zuerst musst du die Hunde besser erziehen, dass sie so Mais machen. Ja, aber ich habe schon gehört, dass sie auch schon gesagt hat, du, da hättest noch einen Hund, der eben, würde zu dir passen. Genau, ja, genau. Also, die Jüngste ist so eine, wo wir haben, wegen ihrem Bento. Ihrem Beagle, oder? Okay. Dass er etwas zu spielen hat. Sie spielen auch, weil die anderen haben kein Interesse an einem Beagle. Ja. Einstein und Mim, die Leithunde, lassen wir es einmal. Und die Ela tut jetzt mit dem Spielen. Also, ist der ein bisschen bewegt? Ja, der ist auch ein bisschen bewegt. Ja. Ja, aber eben, du hast ja auch ein bisschen zurückstecken, oder? Wenn so viele Hunde sind, dann gehen schon die Hunde voran. Und dann alles andere kommt nachher, also ja. So Ferien machen und so, das ist also Ferien machen, seit ich habe 1997 habe ich meinen ersten Hund untergekommen. Ja. Voran bin ich dann einfach, ich habe 5 Jahre in Norwegen gearbeitet und dann bin ich, als ich runtergekommen bin ich einfach in der Winterferien getroffen. Ja. Und okay. Und im 1997 habe ich dann meine erste Husky-Hündin gehabt. Und seitdem habe ich eigentlich keine Ferien mehr. Dann hat sich dann einfach so, dann hat es geheißen, ich wollte auch noch einen Hund zum Spazieren. Und dann hat es Junge gegeben und dann hat man zwei weggegeben. Und die zwei sind die Dings. Dann ist wieder einer dazugekommen, weil er geschaut hat. Und so hat sich dann einfach ergeben. Oder? Und, ja.
Also ist schon so, ich bin ja mal bei euch gewesen, ich darf das schon verraten. Und dort gehen schon die Hunde voran. Ja, selbst das Gartenhäuschen wird umfunktionieren, damit es den Hunden gut geht. Ja, das, zur Zeit war meine Frau auch nicht so begeistert gewesen. Jetzt aber auf den Sommer an, hast du mir so versprochen, dass der Grund ja, ist. Ja, jetzt habe ich dann die Futterküche einigermaßen so weit, dass ich es aufzügeln kann. Aber ja, Futter ist ja das Thema. Ich meine, die Hunde kosten ja auch. Also das ist ja. Also ich arbeite im Sommer, ja. Mache ein neues Geschäft, wo ein Betonlabor, ja. Von Baustelle zu Baustelle. Und im Sommer sind sie eigentlich am Umliegen. Ja. Im April, Ende April fangen die ersten an, das Fell zu verlieren. Ja. Dann wird gestrahlt und das geht bis der letzte fertig ist, geht etwa bis im August. Okay. Und dann kommt schon wieder das Winterfell. Und dann kommt dann Ding und dann kommt der Unterwolle wieder. Mhm. Und dann dort, also wir machen schon mit Teilen Hunden etwas. Also mit den Leithunden gehen wir noch mal in die Militär oder ja. Nachher gehen wir mal, wenn es ein bisschen kühler ist, gehen. Velo fahren, Trottinett fahren, ja. Aber nichts Verrücktes. Einfach, dann liegen sie im Zwinger, ja. Dann liegen sie an der Sonne, wenn die Sonne scheint, richtig schön. Dann können sie es richtig geniessen, weil vom September an fangen wir an zu trainieren. Ja. Ja. Und dann nachher, im September jede Woche einmal, eins bis zweimal gehen. Und nachher im Oktober fangen dann auch die ersten Wagenrennen an. Ja. Dann fahren die Vierer mit. Die anderen werden zum Teil für Kinder. Ja. Mit den Kindern laufen sie dann, rennen sie dann oder machen irgendetwas. Ja. Ja, und deine Tochter hat ja auch noch gespannt, oder? Ja, die vier, die wir drin sind, oder? Dort fährt sie mit und nachher kommen die Schneerennen oder dann mache ich auch so Events für Touristen. Ja. Je nachdem, wenn jemand kommt und ich kann dann auch mal selber auf den Schlitten hocken. Ja, ich will ja auch mal etwas zu lachen. So schützt mich auch mal auf dem Schlitten und so. Aber es sind immer noch Tiere, die machen immer noch, was sie wollen. Ja, sie machen immer noch was. Ja. Also sie folgen, ja. Aber so, dass man immer muss sagen, zum Beispiel, man kann sie nicht frei lassen. Ja. Dann sind sie weg. Ja, dann gehen sie. Und dann kommen sie erst, wenn es wieder Ding, wenn sie nicht passt. Ja. Und auch am Wagen, dort wissen sie, die Vorderen, die meine Leithunde, die kennen die Kommando, auch die schauen ab und zu hinter und sagen, was erzählt der wieder für ein Zeichen? Oder? Aber ich kann mich auf die Hunde verlassen. Ja. Weil eben, wir sind die letzten Januar, ich glaube Januar war es, sind wir ab. Ja. Weil ich eben ein Seich gemacht habe. Ich habe das Seil nicht richtig gespannt. Und dann haben die gezogen. Und er mit seiner Kraft. Ja. Oder? Hat die Kralle gerade aus dem Boden rausgerissen. Das ist das, was das Wägeli sollte. Tschüss, haben. Oder? Ja, super. Und dann, wie hast du denn die wieder eingeholt? Also ich habe dann mit der Tochter gesagt, sie soll mal schnell kurven. Ich habe sie wieder vorgefahren und weiter vorne haben sie dann gewartet. Haben sie gewartet, weil sie nicht wissen, ja, sie haben weil kein Kommando mehr gekommen sind, oder? Was sind sie? Etwa 500 Meter gewesen, gut. Aber es ist gleich noch recht gefährlich. Du hast mir noch eine andere Story erzählt, wo du mal am Rennen warst und irgendwie einen Hund oder zwei abgegeben hast an einen Konkurrenten. Ja. Ja, das war in Lenzer Heide oben. Dort habe ich mich ja blamiert wie ein Schlosshund. Er hat zwei gehabt und ich hatte noch vier vorige. Ja. Und im ersten Lauf
habe ich ihn eingeholt. Ja. Das war gut. Und im zweiten Lauf bin ich hinter ihm gestartet. Ja. Und dann ist das Berg drauf gegangen, so schön. Und dann habe ich einen von meinen Hunden gerufen. Also, der hat gewartet, der ist nicht mehr gelaufen. Der Hund ist beim anderen im Gespann, ja. Dem hast du gerufen. Dem habe ich ihn gerufen, oder? Und dann der ist er nicht mehr gelaufen. Dann bin ich da an und an gefahren. Ich habe gesagt, ich soll ihm schnell sagen, er soll weiterfahren. Dann sagt er, fahr führen. Dann sage ich, nein, weißt du, ich hole dich dann schon wieder. Und dann ist er vorausgefahren. Und auf einmal war er nicht mehr da. Auf einmal hat der Gottfried noch mal jetzt hinter mir geladen, vor mir. Und dann hat er die Zeit wieder aufgeholt. Wo ich ihm eigentlich abgeluchst habe, ja. Durch das, oder? Und ja. Also eben, Bescheissen funktioniert nicht nein, immer. Nicht einmal bei den Hunden. Oder? Hat er den richtigen Schalter gefunden, um die Hunde in Bewegung zu bringen? Ja, und jetzt hat er noch mal einen, sein Leithund, der ist runtergekommen. Ja. Das war von mir, oder? Okay. Und der hat dann auch genau gleich darauf reagiert. Der hast du mal rufen, ist noch mal quer durch das ganze Ding durch. Das hat er nicht so lustig gefunden. Also, sie reagieren extrem stark auf den Besitzer, also auf dich. Beim ersten Training haben wir ihn mitgenommen und dann nachher hat er das und dann habe ich den Anhänger nicht richtig zugemacht. Ja. Und wir sind in die Beiz gehen trinken. Und auf einmal sagt der Beizer, da kommt ein Holzkind spazieren. Dann schauen wir mal genauer, da war er da. Er ist ein bisschen spazieren. Ja. Also sie sind auch sehr anhänglich zum Teil. Also, ich merke es jetzt gerade, wo du gestreichelt hast, ist das hat er gerne. Ja, sie haben das gerne. Im Sommer hocke ich dann einmal im Zwinger rein. Ich habe einen Stuhl mit. Und dann muss ich einmal schauen, dass ich nicht mehr neben dem Stuhl sitze, sondern auf dem Stuhl. Weil alle zusammen wollen dann auch mit. Ja. Also extrem viel Herzblut merkt man da draus raus, oder? Ja. Eben, sie sind auch zuverlässig. Ja. Also wenn ich jetzt mich jetzt verirren würde, irgendwo in einem Wald, dann würde es irgendwann... Dann könnte ich sagen, gehen wir heim. Und dann gehen sie selber. Ja. Also ich habe mich auch schon verirrt. Ja. Ich habe wo ich im Emmental gewohnt habe. Ja. Dann kannst du ja im Wald rumfahren. Du siehst irgendwann nicht mehr, wo du bist. Irgendwann weisst du nicht mehr, wo du bist. Und das ist auch so, der Dings. Da sind wir oben auf einem Berg, auf einem Hügel oben, haben wir ein Steakhouse gehabt. Mhm. Also die Hunde eingespannt. Und dann sind wir gefahren. Und wir sind an eine Kreuzung gekommen. Und ich habe meinem Leithund gesagt, er soll rechts. Mhm. Weil ich immer gefunden habe, wenn ich jetzt noch mal rechts um den Ring herum fahre, dann komme ich dort rauf. Ja. Dann ist er gesagt, jetzt mach rechts. Dann ist er rechts gefahren, ist rund um den Hügel herum, ist wieder an das Ding gefahren, wieder auf die Kreuzung zu. Und dann sage ich, und jetzt? Dann hat er hinterher geschaut, dann sagt er, jetzt kannst du selber durchfahren, wo du willst. Dann ist er gerade ausgegangen und wir sind wieder ans Ziel gekommen. Bist du nicht wahr? Ja. Nein, das ist schon... Ein sehr gescheiter Hund. Oder? Der schaut auch für sein Weibli, oder? Also das ist von dem her... Ja. Wunderschön. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. He? Jetzt hat der Aris so schön. Ja, ist ja gut. Also Sie sehen, das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen einfach und so, aber der Hund hat eine enorme Kraft. Wir haben ihm auch etwas gegeben, damit er ein bisschen drauf herumbeissen kann. Ja, Rolf, danke schon vielmals für den super Einblick, den du uns da gegeben hast. Authentisch, danke, so wie es sein muss. Und der Aris hat das auch super gemacht. He? Noch mal einen letzten Blick sehen. Gut. Du bist ja nervöser als wir. Wir stoßen noch mal an, bedanken uns.
Danke schön vielmals, Wolf. Danke schön vielmals, Aris. Nein, nein, das ist nicht für dich. Ja, wunderbar hast du das gemacht. Ja, meine Damen und Herren, das war Tag im Weingut Lindenhof hier in Osterfingen. Eine sehr spannende Sendung. Wir haben nicht gewusst, wie es rauskommt mit dem Aris, aber er hat das ja super gemacht. Er war ein bisschen nervös, aber ich glaube, das hat sich jetzt gelegt. Das wäre wieder mal eine Ausgabe gewesen. Wir freuen uns aber schon auf die nächste.